Was tust du denn? Es klappt nicht. Wieso klappt es nicht? Weil es keine Zeitmaschine ist, Alistair. Die Uhr soll die Zeit nicht verändern. Nur bewahren. 30 Sekunden bis zum Systemzusammenbruch. So ist das also. Die Zeit und die Uhr, die wir alle an unseren Händen haben. Es tut mir so leid. Soll die Zeit nicht verändern. Nein, lass mich. Was haben Sie vor? Pass gut auf dich auf, Ratchet. Alistair? Er war sehr mutig, Ratchet. Du solltest stolz auf ihn sein. Na, ne, dumm Wein. Aus dem Auge. Tja. Dann ist wohl nur noch eine Sache zu erledigen. Zeithüter reaktiviert. Jetzt lacht er so. Lass euch zwei allein. Pass auf dich auf, Kumpel. Ich weiß gerade echt nicht, ob irgendwas umgefallen ist oder einfach nur gefurzt hast, ganz ehrlich. Nee, gefurzt habe ich nicht, das war einfach nur mein Magen. Die Pizza ist mir nicht gut bekommen. Ich kann nicht bleiben. Tut mir leid. Nun, da ich meine Familie gefunden habe, denke ich, dass ich bei Ratchet bleiben sollte. Jedenfalls, bis er die seine gefunden hat. Ich hoffe, du verstehst das. Du gehst? Energieausstoß normal. Harmoniestabilisatoren stabil. Und warum drehe ich nicht durch? Vielleicht bist du bereit zur Beförderung. Oberhüte? Vielen Dank, Clank. Mach's gut, Sigmund. Die Uhr ist wie die Zeit selbst. Ein Geschenk. Niemand darf daran herumfuschen. Aber wie jeder Vater habe ich nur den Wunsch, dass mein Sohn tut, was sein Herz ihm rät. Du bist ein intelligentes und logisches Wesen, Clank. Aber Intelligenz und Logik werden nur vollkommen dank Ehre und Treue. Ich bin stolz, dass du das ganz allein gelernt hast. Also, sollte die Uhr zu klein für deine Pläne sein, bete ich, dass der Kosmos dir den Weg in die Zukunft weist, die du selbst gestaltest. Und denk daran, das Universum hat einen tollen Sinn für Humor. Der Haken ist, man muss lernen, ihn zu verstehen. Awesome. Schön, hässlich, scheußlich. Ah. Awesome. Das ist ein Game gewesen. Billy Beast, Pami. Moment. Guck mal, wie will der Brian heißen? Carlo. Chainsaw Aaron. Come on, Mr. Chang. Mr. Chang. Senior Chang. Time to change the game. You had your last Chang. Your last Chang. Herschel H. Bomb Barley Jr. Bank. Ja, komm. Okay. Ist aber wem anders ins Hemd. Kurt Kodax Liedkin. Was geht ab? Special Nummer 2 Kim. So, Leute. We beat another game. Game. Okay, Fazit. Robert Robbie Cox. Abschluss. Ist es ein würdiger Abschluss der Trilogie? Ist es schon der Abschluss? Oh, das ist ja wohl keine Trilogie, oder? Doch, klar. Klar. Tools of Destruction, Quest for Booty und Crack in Time. Das war die Ratchet & Clank Future Trilogie.
Genau. Muss ich euch eigentlich alles erklären? Wieso mir? Den ja. Pimmel hier neben mir, dessen Game das ist. Für mich sind das keine. Sind das ist sechs für mich Spiele keine Trilogie, deshalb. Ja, nee, aber das aber war halt ja, ich verstehe, was ihr weißt. Meint. Ich verstehe, was du weißt. Ja. Ich verstehe, was du weißt. Aha. Ich verstehe, was du schweißt. Aha. Das ist nicht die Wahrheit vom Ei. Verstehst du, was ich schweiße? Gib mal lieber das Ladekabel. Du verstehst du, was ich scheiße? Was? Wo ist das denn? Das hier? Ja. Ja, das ist auch vom Tim hier, das, oder? Ich weiß. Genau, exakt. Scheiße, deswegen funktioniert das bei ihm nicht. Hä? Nee, ich dachte so, warum? Ey, was du immer denkst. Also, nochmal die Frage. Weniger denken. Meint ihr ein würdiger Abschluss? Ja, mein Gott. Nein. Nein, warum doch, nicht? Ja. Doch, ja. Ja, was ja. weiß ich denn? Ich habe doch nur zwei ja. von den Games jemals gezockt. Ich nur eins. Ja, ich habe eigentlich nicht mal eins gesehen. Doch, eins habe ich gesehen. Aber ich, also wenn ihr jetzt mal, ohne die anderen zu kennen, würde ich sagen, könnte man das als guten Abschluss sehen? Ich verstehe nicht, wie man die Frage beantworten kann, aber ich sag mal ja. Jo. Also ja. Ich würde das, als, ich würde sagen, ja. Ich, würd ich fand das einen guten Abschluss. Das hat alles irgendwie gehabt, diese ganzen Freundschaftsaspekte. Nee, ich habe fast meinen Freund verloren. Ich habe meinen Freund verloren. Ja, der Punkt war halt, das war, Entschuldigung, das war richtig schwierig halt. Das fing ja quasi mittendrin an. Also wir waren ja schon getrennt. Wir waren ja schon getrennt von Anfang an von Clank. Also Ratchet und Clank waren ja von Anfang an getrennt. Und wie die beiden dann doch wieder zusammengekommen sind. Man hat es ganz gut mitgekriegt, dass zwischen den beiden ja was läuft. Und auch der rein platonisch ja. Und auch ja, der Nefarious wurde ganz cool als Bösewicht dargestellt. Also hat ein bisschen gedauert für mich, so obwohl ich einen Teil vorher kannte, so ein bisschen reinzukommen, aber runder Abschluss, finde ich top. Wunderschön. Ne? Ich fand's gut. Ich fand's gut. Wunderbar. Wunderbar. Okay, liebe Leute, wir lassen für euch noch den schönen Abstand laufen und lest euch noch ein bisschen von diesen tollen Mitwirkenden durch. Fubito Yamano. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten, im nächsten Let's Play, im nächsten, was weiß ich immer noch, was wir hier für Scheiße machen. Ja. Wir hoffen, wir sehen uns wieder. Sollte die Aussage lauten. Genau. Denn wir von mögen Guit Nummer 1. Wir haben euch echt. Ah, von Guit Nummer 1. Wirklich. War also der so, da. So sehr. So könnt ihr so sehr. So sehr. Ich mache jetzt gerade ja. mit den Armen so eine. Ja. So viel. Mhm. So viel. Ja. So viel. Also ich. Wäre ich schon bereit, mich zu binden, würde ich echt. Alter, wow. Aber bin ich noch nicht. Von daher. Schaut euch die andere Scheiße an, die wir gemacht haben. Und fleißig liken, das wird uns sehr weiterhelfen. Und kommentieren, wenn ganze, ihr möchtet. Like das Ganze. Kommentiert das Ganze. Abonniert uns. Erzählt euren Freunden. Ja, und Eltern, vor allem, Großeltern. Vor allem liebt. Unehelichen Kindern. Liebt. Brüdern, lieb, Schwestern. Liebt. Waisenkindern auf der Straße. Erzählt denen auch. Ja, liebt Gaming. Kauft ihnen eine Playstation. Ja, Internet lieber. Das hilft lebt Gaming. Seid Gaming. Mhm. Das ist unser Motto. Dient dem Gott des Gaming. Ja, auf jeden Fall. Ja, werdet sein Jünger. Verbreitet die Kunde. Oh. Verbreitet sie! Hallo. Haut rein, Bitches! Bye, bye! Zeitphänomen im Universum wie durch ein Wunder verschwunden ist. Die Experten rätseln immer noch, was die Störung verursacht hat, änderten aber die Gefahrenstufe von Abendrot auf ein beruhigendes Azurblau. Danke, Kip. Noch eine Meldung. Eine Riesenraumstation, womöglich das Hauptquartier von Dr. Nefarious, explodierte gestern. Die Volade stecken mitten in den Bergungsarbeiten. Noch fanden die galaktischen Behörden weder die Überreste von Dr. Nefarious noch die seines Partners Lawrence. Die Polaris-Verteidigungsinitiative wurde mobilisiert.
jemand hören? Hallo? Superstar braucht Hilfe! Was ist, Blümchen? Jimmy steckt in einem Brunnen? Oh, du hast großen Hunger. Ich lag voll daneben. Lass mich kurz. Oh, Mann, gar nicht gut. Da, ich brauch Hilfe. Ratchet, Clank, Helga, irgendwer. Ruhig, Blümchen. Ein Blümchen. Hey, das war aber nicht nett.